Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zu unserem LDV-Workshop von heute. Das Thema sind die Ergebnisse der ersten Repräsentativumfrage, also deutschlandweiten Repräsentativumfrage unter Opfern der SED-Diktatur. Diese wurde im Rahmen des LDV-Forschungsprojektes an der Europa-Universität Viadrina erarbeitet, unter der Leitung von Professor Weberling, der heute auch referiert. Wir hatten Teile schon mal vorgestellt, aber erstens ist die Auswertung seither noch weiter gedreht worden und zweitens gibt es derzeit einen aktuellen Anlass, nämlich die Debatte im Bundestag zur Novellierung des Rehabilitierungsrechts von 2019. Das Thema ist nicht so breit in die Medien bisher gekommen, vielleicht von anderen überlagert, aber die erste Lesung hat schon stattgefunden und nächste Woche wird es im Rechtsausschuss eine Anhörung geben. Und da wird auch diese Umfrage eine Rolle spielen. Wir, Sie sind also der Zeit etwas voraus. In der derzeitigen Ausgabe von H&G Info finden Sie auch einen Schwerpunkt zur Rehabilitierung und Entschädigung und zum Nachlesen auch eine Kurzdarstellung zur Umfrage. Hinter mir diese Knaststilisierung ist ein Teil des Covers unseres Schwerpunktes mit der Frage: Außer Spesen nichts gewesen. Und das nimmt auch in gewisser Hinsicht ein Hauptergebnis der Umfrage vorweg. Es gibt Unzufriedenheit bei den Betroffenen. Das verwundert vielleicht nicht. Warum das so ist und wo genau der Schuh drückt, das ist schon nicht so einfach zu erklären. Da wird gleich Herr Professor Weberling dazu referieren. Vielleicht, Herr Weberling, erstmal schönen guten Tag. Wenn Sie einen Satz sagen, dann sieht man Sie auch. Ich bin da. Und auch zur zweiten Person, die einen Input liefert, den Kommentar, wird erfreulicherweise Petra Morawe sprechen. Sie war jahrelang bei der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur in Brandenburg im Bereich der Opferberatung tätig und brachte in dieser Zeit diverse Vorschläge zur Verbesserung der Entschädigung der Opfer ein. Und ich würde mal behaupten, auch in der jetzigen Novellierungsdebatte sind noch Spuren ihrer früheren Tätigkeit sichtbar. Hallo, Frau Morawe. Na, jetzt besser. Okay, also Frau Morawe wird nachher den Kommentar sprechen. Jetzt aber erst der Input von Herrn Weberling. Ja, vielen Dank, Herr Boos, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Das mache ich gerne. Ich werde vielleicht dem einen oder anderen Bekanntes nochmal vorwegstellen, weil das zum Verständnis jetzt endlich auch der aktuellen Novellierungsdebatte vielleicht wichtig ist. Ganz kurz zur Einführung. Ausgangspunkt quasi für die ganzen SED-Unrechtsbereinigungsgesetze sind Artikel 17 und Artikel 1, wenn man 2, 3, Artikel 3 des Einigungsvertrages, wo mit der bundesdeutsche Gesetzgeber verpflichtet worden ist, entsprechende Gesetze zur Unrechtsbereinigung, Rehabilitierung zu erlassen. Das hat der Gesetzgeber auch getan. Das hat der Einigungsvertrag ihm eingeräumt, einen großen Ermessensspielraum bei der Umsetzung. Immerhin schon 1992 gab es zumindest das strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz mit dem ersten SED-Unrechtsbereinigungsgesetz. Dann folgte das zweite mit dem verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz und dem berufsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz. Ich will die Details Ihnen jetzt ersparen. Es gab weitere Novellierungen bis 2019 zur bisher letzten Novellierung, das sechste SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, in dem auch der sogenannte Zersetzungstatbestand in das verwaltungsrechtliche Rehabilitierungsgesetz eingefügt worden ist, wenn auch im Ergebnis letztendlich in der Umsetzung mit marginalen Erfolgen. Zurzeit diskutiert der Bundestag über die siebte SED-Unrechtsbereinigungsfassung und ja, Herr Boos hat ja schon darauf hingewiesen, dass es dort Debatten gibt, die aber noch nicht so sonderlich in der Öffentlichkeit angekommen sind. Und man hört auch mehr oder weniger nur durch Links- und Rechtsfragen über den Stand des Verfahrens. Grundsätzlich muss man beim Rehabilitierungsverfahren sagen, wir haben zum einen erstmal die Rehabilitierung als solche, das ist auch so vorgesehen gewesen von Seiten des Gesetzgebers. Das heißt, dass jemandem Unrecht widerfahren ist, wird dann festgestellt in einer Entscheidung. Und was daraus dann folgt, ist eine zweite Frage. Die Folgeansprüche werden in einer zweiten Runde dann sozusagen diskutiert, geregelt und beschieden. Das ist eines der Grundprobleme. Auf der einen Seite verständlich, weil man wollte die Rehabilitierung, die moralische Feststellung, dass dem Menschen Unrecht widerfahren ist, wollte man vorweg haben, auch schnell vorweg haben. Und die Folgeansprüche hatte man dann die Hoffnung gehabt, dass das möglichst zügig hinterhergehen würde. Das ist aber letztendlich nicht erfolgt.
Die Schwierigkeit ist letztendlich, dass alle Rehabilitierungsgesetze nur dann rehabilitieren, auf Antrag des Betroffenen selbstverständlich, soweit seine Benachteiligung mit wesentlichen Grundsätzen der freiheitlich-rechtsstaatlichen Ordnung unvereinbar waren. Also das sogenannte normale Systemunrecht, das man eben in einem SED-Staat, in einem SED-Regime gelebt hat und dort ja eben im Alltag eben bestimmte Parameter einfach erfuhr und gegen die auch nichts machen konnte, das aber alle Menschen betraf, dieses normale Systemunrecht sollte sozusagen hingenommen werden, nur wenn man sozusagen über dieses normale Systemunrecht hinaus halt eben schwere Nachteile erfahren hatte, dann kann man einen Rehabilitierungsantrag stellen. Das ist vom Prinzip her nicht anders als beim SED-Unrechtsregime, wo wir die entsprechenden Feststellungen haben, also die Rehabilitierung und dann die Folgeansprüche ist das gleiche in Grün. Das heißt, wir haben auch dort das normale, in Anführungsstrichen, Leben im Dritten Reich wurde eben nicht wieder entsprechend entschädigt oder wieder gut gemacht. Wir haben, was die Gesetze angeht, und das ist einer der Punkte, der später auch eine Rolle spielen wird, eine absolut unterschiedliche Umsetzung der ganzen Geschichte. Wir haben vier Länder, die ja deutlich schlechter in der positiven Bescheidung von Anträgen, Rehabilitierungsanträgen waren. Das ist Brandenburg mit 44%, Berlin mit 46%, Mecklenburg mit 43% und Sachsen mit 45%. Dann gibt es aber dann auch zwei Bundesländer, nämlich Sachsen-Anhalt und Thüringen, die sich deutlich davon unterscheiden. In Sachsen-Anhalt wurden 55% der Rehabilitierungsanträge positiv beschieden und in Thüringen eben in 66%. Woran lag das? Das ist einer der Punkte, die wir im Rahmen unseres Teilprojekts halt herausgefunden haben, ist, dass die Vorgehensweisen der Verwaltung komplett unterschiedlich waren. Man hat sich zwar ein bisschen ausgetauscht, aber letztendlich hat jedes Land sein eigenes Ding gemacht. Und es gab keine einheitlichen Verwaltungsvorschriften oder wenigstens Verfahrensvorschriften für die Verwaltung, auf die man sich gemeinsam verständigt hat. Trotz natürlich der Länderhoheit hätte man sich ja zusammensetzen können und sagen, okay, wir legen bestimmte Verfahrensparameter fest. Das ist nicht, hat nicht stattgefunden. Und ist sicherlich einer der ganz wesentlichen Defizite. Das zweite Problem war, dass bei den Folgeansprüchen es zu wenig Personen gab, die sachverständig begutachten konnten, was für Nachteile denn entstanden sind. Und der nächste Punkt war, dass wir bei der hohen Ablehnungsquote, die wir hier oder geringen Anerkennungsquote, die wir haben, haben wir immer das Problem gehabt, dass die Betroffenen nur den Ist-Stand an Nachweisen bringen konnten. Das heißt, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass in den 90er Jahren die Stasi-Unterlagen insbesondere, aber auch andere Unterlagen noch längst nicht alle aufgearbeitet waren, noch längst nicht alle hinreichend rekonstruiert waren, zugriffsfähig waren und dass eben viele Menschen gar nicht die Möglichkeit hatten, zu belegen, jedenfalls zur Überzeugung eines Juristen zu belegen, was ihnen widerfahren ist. Hinzu kam, das muss man auch, habe ich jedenfalls auch in Dutzenden von Verfahren erlebt und musste da entsprechend gegen anarbeiten, dass die Personen, die darüber entschieden haben, nicht unbedingt jetzt vertiefte Kenntnisse hatten hinsichtlich des SED-Unrechtsregimes. Wir haben im Teilprojekt Recht der Landschaft der Verfolgung an der Viadrina diese Umsetzung in der Praxis untersucht. Und dann wollten wir herausfinden, was für Auswirkungen hat diese Umsetzung auf das Rechtsbewusstsein der Menschen gehabt. Und daraus wollten wir formulieren Folgerungen für die Praxis. Das ist letztendlich das, weswegen wir auch heute hier zusammen sind, dass wir eben für die aktuelle Novellierungsdebatte möglicherweise den einen oder anderen Gedanken dann nochmal nach vorne bringen können. Natürlich ist die Problematik, was ist Rechtsbewusstsein? Das ist ein nicht definierter Begriff. Jeder definiert Rechtsbewusstsein möglicherweise unterschiedlich. Es gibt eine schöne Definition von Württemberger, man hat so als Mensch so seine Erfahrung mit dem, was Recht und Unrecht ist. Und der Gleichklang letztendlich zwischen diesen intuitiven Werten und Bewerten quasi, dieser intuitive Gleichklang letztendlich, das macht das Rechtsbewusstsein aus. Wenn man das Gefühl hat, ja, das, was ich gelernt habe, auch in meiner Erziehung, auch in meinem Heranwachsen, was Recht und Unrecht ist und dass das letztendlich in diesem Staat einigermaßen ordentlich läuft, dann hat man ein Rechtsbewusstsein und sagt, okay, dieser Staat ist ein Rechtsstaat. Wir haben vorgefunden bei unserer ganzen Untersuchung, das betrifft auch andere Teilprojekte bei Forschungs- und Landschaft der Verfolgung, dass bisher nur in Ostdeutschland entsprechende Erhebungen gemacht worden sind. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass immerhin 5% der Bevölkerung in Westdeutschland
sich als Betroffene ansehen, als Opfer des SED-Regimes, aus den unterschiedlichsten Gründen. In der Regel sind es Leute, die freigekauft wurden oder einfach auch geflohen sind und dann entsprechend, weil sie geflohen sind, Republikflüchtlinge waren, entsprechend Nachteile hatten und dementsprechend dann sich eben durchaus als Betroffene oder Opfer des SED-Regimes ansehen. Natürlich gibt es leider unverändert immer noch, auch immer noch, immer wieder, die bösen Zungen, die da interessens- und ergebnisorientiert sagen, ja, die haben ja nur ein Interesse daran, dass hinter die Juncker sozusagen, die in den Westen gegangen sind, die wollen ja nur Grund und Boden wieder zurückhaben und sich da bereichern. Weit gefehlt, wir haben bei unserer Umfrage unter anderem herausgefunden, dass nur 11,9% das Thema Grund und Boden überhaupt in ihrer Gedanken mit drin hatten. Über 70%, nämlich 70,8%, wollten eben, haben eben dargestellt, dass sie in ihrer Ausbildung und ihrem Beruf nicht fortkommen, massiv durch die Flucht und die Ausreise nach Westdeutschland halt eben beschädigt worden sind. Das wollten sie entsprechend geregelt haben. Unsere Studie hat einen kleinen Steckbrief, die ist von Ende November bis Mitte Dezember 2022 durchgeführt. Wir haben eine repräsentative Erhebung in ganz Deutschland gemacht, eine Zahl von 1006 Personen befragt. Und natürlich 1006 Personen, das mag für den Empiriker ausreichend sein. Wir wollten aber, dass die Studie noch validere Werte und Ergebnisse erbringt, haben wir noch weitere 298 Personen dazugenommen, die dezidiert SED-Opfer gewesen sind. Die Ergebnisse sind auch für die Novellierungsdebatte durchaus relevant und sollten auch berücksichtigt werden. Ich einfach mal ganz banal ein paar Zahlen, denen ich Sie sozusagen jetzt konfrontiere. Man muss sich mal vor Augen halten, dass wir über 4 Millionen Menschen reden, roundabout 4 Millionen SED-Opfer, die von denen 40% über das Verfahren als solches keine halbwegs brauchbaren Kenntnisse hatten. Das heißt, da wussten 40% nicht, was ist denn das eigentlich mit Rehabilitierung? Und von diesen 40% haben die Hälfte gesagt, nee, wir haben mit dem Thema abgeschlossen, wir wollen damit nicht wieder konfrontiert, wir wollen, dass das nicht wieder aufbricht bei uns und haben deswegen gesagt, nee, wir sind an Rehabilitierung nicht interessiert. 41% von diesen Betroffenen haben gesagt, ich habe eh keine Erfolgschancen. Und dann gibt es sage und schreibe 25,2% von den Betroffenen in Westdeutschland und 17,7% von den Betroffenen in Ostdeutschland, also den neuen Ländern plus Ost-Berlin, die überhaupt nichts wussten über die Möglichkeiten der Rehabilitierungsgesetze, über die Aufarbeitung des SED-Unrechts und so weiter und so weiter. Das ist, finde ich, jedenfalls ein Armutszeugnis auch für die Öffentlichkeitsarbeit unserer Regierung. Regierungen, muss man ja ganz klar sagen. Und das ist erschreckend. Von den Betroffenen haben 36% einen Rehabilitierungsantrag nur gestellt. Davon hatten 45,3% keinen Erfolg. Von diesen 45,3% der Personen, die keinen Erfolg hatten, haben 70%, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, kein Rechtsmittel eingelegt. Ich habe selber ja auch zu Beginn meiner anwaltlichen Tätigkeit in den 90er Jahren Rehabilitierungsverfahren begleitet und dann auch in die Rechtsmittelverfahren betreut. Wir haben, das klingt jetzt blöd, das lag nicht an mir, es lag einfach an der Tatsache, dass die erste Runde vor den Verwaltungseinrichtungen halt einfach vielfach aus Unkenntnis, teilweise auch aus Ungeschicktheit der Antragsteller daneben gegangen ist. In der zweiten Runde haben wir durchweg Erfolg gehabt. Aber immerhin trotzdem, 70% der negativ beschiedenen Personen haben kein Rechtsmittel eingelegt. Es gibt dafür aus für mich zwei Erklärungen. Zum einen, weil die ohnehin ermutigt waren, und zum zweiten jedenfalls, weil die Rechtsmittelmöglichkeiten tatsächlich wenig bekannt gewesen sind. Und vor allem ist, weil wirtschaftlich gesehen konnten sie an diesen Verfahren nur draufzahlen als Anwalt, es ganz wenige Anwälte gab letztendlich, die sachkundig waren und bereit waren, sich entsprechend diesem Thema zu widmen. Und es gibt leider Gottes noch eine ganze Reihe von Kollegen, die da eine schnelle Mark versuchten zu machen. Damals waren es wirklich nur Merker. Und dann eben gescheitert sind, die entsprechenden Gebühren der Gebührenordnung wurden vom Gesetzgeber auch sinnigerweise 1992 halbiert. Das nochmal ganz deutlich zu sagen, das ist auch von Seiten des Gesetzgebers ein bisschen Aufarbeitung nach Kassenlage, was ich dann ab und an dann doch kritisiere. Jetzt müssen Sie sich festhalten, von diesen positiv beschiedenen Personen sind die an die zweite Runde gegangen. Und von diesen in der zweiten Runde sind bis heute 10% der Folgeanspruchsverfahren noch nicht beschieden worden. Und die Abwehr immer noch im Laufen. Dementsprechend verwundert es nicht, dass 20,4% der Betroffenen sagen, das Verfahren ist gut gelaufen.
80% eben nicht. 32,5 der Personen, die abgelehnt worden sind, sagen, die Entscheider darüber haben schlichtweg wenig Ahnung gehabt, waren nicht kompetent gewesen für ihre Entscheidung. Und das wurde bei immerhin 38,1% bei den Westimporten festgestellt, aber das ist nicht so ein signifikant großer Unterschied, das sind 38,1% und 32,5% insgesamt. Gleichwohl, wenn man sich die Ausgangsfrage, die wir ja im Projekt hatten, dann überlegt, ist Deutschland ein Rechtsstaat? Was ist mit eurem Rechtsbewusstsein? Haben doch immerhin trotz der negativen Erfahrungen Opfer des SED-Regimes zu 65% gesagt, nein, Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland in der jetzigen Form ist ein Rechtsstaat. Gegenüber beispielsweise nur 57% der Menschen in Ostdeutschland, die sagen, Deutschland ist ein Rechtsstaat. Jetzt ist allerdings eine problematische Entwicklung, die man zur Kenntnis nehmen muss, auch im Hinblick auf die gesellschaftlichen politischen Entwicklungen in den neuen Ländern insbesondere. Die nächsten Angehörigen der Opfer, von denen 65% sagen, der Rechtsstaat, ja, ist den haben wir, nur 38,5% der nächsten Generation sagen, wir haben einen Rechtsstaat. Und das ist eine erschreckende Diagnose. Was für Folgerungen sind aus diesen Erkenntnissen eigentlich zu ziehen? Zum einen meine ich, und das ist einfach Selbstläufer, aber man muss es wirklich tun, und auch wenn das jetzt wir das Jahr 2024 haben, wir müssen über diese Rehabilitierungsmöglichkeiten und über die Gesetzgebung und alles das, was dort passiert ist, besser informieren, mehr informieren. Das ist natürlich für einen Großteil der Bevölkerung nicht mehr das Thema, aber ich sage es wiederhole es ungern, aber ich möchte es nochmal sagen, wir haben immerhin 4 Millionen Menschen, die Betroffene sind, die darüber informiert werden sollten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich hatte gesagt, das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben, die Entscheidungen sind auf der damaligen Akten- und Erkenntnislage jeweils getroffen worden. Und die war rudimentär, die Stasi-Akten waren nicht hinreichend sortiert und so weiter und so weiter. Es muss möglich sein, dass man allen Betroffenen, deren Anträge abgelehnt worden sind, ein generelles Zweitantragsrecht auf der Basis der heutigen Aktenlage einräumt und auf diese Art und Weise unproblematisch ihnen die Möglichkeit gibt, das Ganze nochmal gerichtlich entscheiden zu lassen, wenn die Verwaltungsbehörde das nicht mitmacht. Das Wiederaufnahmeverfahren ist natürlich auch auf der Basis von neu erschlossenen Akten, die man vorlegen kann, möglich. Wir machen das gerade auch für zwei, drei Opfer des SED-Regimes, aber das ist ein sehr mühsames Verfahren und das ist mehr oder weniger eine Sache, wo man das aus Passion macht, aber man kann das letztendlich verantwortlich wirtschaftlich nicht machen. Und so viel passionierte Anwälte, leider Gottes, in dem Beritt gibt es dann doch nicht für die vielen doch Hunderttausenden von Opfern. Wir haben das nächste Problem. Das ist ein Thema, was die Kollegin Maslahati ja auch in ihrer Arbeit gemeinsam mit uns immer wieder thematisiert hat. Die Befassung mit dem Unrecht, was einem widerfahren ist, führt bei vielen Menschen zu einer Retraumatisierung. Und man erlebt das Ganze nochmal. Man kriegt plötzlich gesundheitliche Probleme erneut wieder. Und man fragt sich, warum muss das eigentlich sein? Wir wissen eigentlich aus der, soweit ich das jedenfalls als Jurist und Historiker beurteilen kann, wir wissen aus der medizinischen Forschung, der medizinischen Erkenntnislagen, auch eine ganze Reihe von Freunden, die in dem Bereich tätig sind, sagen mir das und bestätigen mir das immer wieder, dass bestimmte typisierende Dinge eben zu bestimmte Erfahrungen zu gesundheitlichen Nachteilen führen. Und von daher gesehen frage ich mich, warum es nicht möglich ist, dass man automatisch in der Beweislastumkehr ins Gesetz reinschreibt. Das ist relativ einfach möglich. Wir haben das auch im Rahmen unserer Projektarbeit aufgezeigt und sagt, gut, es wird vermutet, natürlich widerlegbar vermutet, dass eben die gesundheitlichen Einschränkungen, die der Betroffene hat, auf eben seinen Hafterfahrungen, Verfolgungserfahrungen und so weiter beruhen und dementsprechend die Folgeansprüche ihm zuerkannt werden. Das ist ein Thema, was immer wieder diskutiert wird. Das, was beispielsweise bei Soldaten, die im Ausland im Kampfeinsatz gewesen sind in Afghanistan, automatisch anerkannt wird, was auch richtig ist, ganz nebenbei. Warum ist das bei den Opfern des SED-Regimes nicht auch möglich? Nächster Punkt ist, dass wir dieses Thema der Zersetzung haben, was ja vom Ansatz her sinnvollerweise endlich beim 6. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz 2019 ins verwaltungsrechtliche Rehabilitierungsgesetz eingefügt worden ist, buchstäblich in einer Nacht- und Nebelaktion, das ist tatsächlich so gewesen, um Mitternacht hat der Ausschuss quasi
über die entsprechenden Änderungsanträge abgestimmt. Man hat zwei Sätze in die Gesetzesbegründung, in den Ausschussbericht reingeschrieben. Und in der Debatte gab es dann vier Abgeordnete, die das nochmal ein bisschen erklärt haben. Das Problem ist dabei, dass bei den Gerichten angekommen ist und bei den entsprechenden Revisionsbehörden angekommen ist, dass das SED und rechtliche Zersetzungsmaßnahmen, das können ja nur Stasi-Maßnahmen gewesen sein, also muss das irgendwie belegt werden, dass das auch andere Maßnahmen sein können, das ist den Gerichten schwer vermittelbar gewesen. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, das können ja nur Maßnahmen sein, die auf dem Boden der DDR stattgefunden haben, denn dort gab es ja nur das Staatsunrecht und Menschen, die in Westdeutschland gelebt haben, die konnten sich ja gegen Zersetzungsmaßnahmen, die sie gar nicht erkannten zu dem Zeitpunkt, ja zur Wehr setzen. Das hat der Bundestag explizit nicht gewollt. Gleichwohl hat das Bundesverwaltungsgericht das so entschieden. Und die Gegenpunkte in der Gesetzesbegründung als nicht überzeugend angesehen. Ja, ich meine, wenn ein Gesetz um Mitternacht quasi nochmal schnell geändert wird, dann muss man sich nicht wundern, da ist die Messlatte von Bundesrichtern vielleicht ein bisschen sehr hoch. Also das muss klargestellt werden. Und dann ist es, denke ich, auch eine Frage auch der Ernsthaftigkeit des Willens, Leute zu rehabilitieren und Genugtuung widerfahren zu lassen. Dass staatliche Leistungen, die ein bisschen eine Kompensation sein sollen, aber auch eine Anerkennung quasi des Staates, des erlittenen Unrechts, dass die nicht von Bedürftigkeit abhängig gemacht werden. Die Leistungen sind ohnehin nicht riesengroß. Und da dann noch einen Bedürftigkeitsnachweis zu fordern, ist schwierig. Das nächste ist, es ist sehr quälend und sehr ärgerlich, wenn man sich die SED-Beunrechtsbereinigungsgesetze anschaut, dass dort dann eben über die einschlägigen Zahlungen immer wieder jedes Mal neu verhandelt wird. Dann geht es um 3 Euro, 9 Euro, 25 Euro. Man kann doch ohne Frage diese Dinge dynamisieren. Die allgemeine Kostenentwicklung, die betrifft auch die Opfer des SED-Regimes. Und dementsprechend sollte es sein, möglich sein, dass diese Ansprüche dynamisiert werden. Das führt auch dazu, dass Opfer sich entsprechend angemessen und gerecht behandelt fühlen in unserer Gesellschaft. Und nicht mehr oder weniger als Bittsteller sich sehen, die letztendlich man mehr oder weniger ungern dann entsprechend abfindet. Es gibt so ein paar Ungerechtigkeiten, die aber auch aufgefallen sind durch die Tatsache, dass wir ganz Deutschland bearbeitet haben. Die Bundesregierung hat auch so einen bürokratischen Federstrich gemacht, indem sie die Flüchtlinge, die bis zum 3. Oktober oder bis zum 9. November von mir aus 1989 in die Bundesrepublik Deutschland geflohen sind, die wurden eigentlich nach dem Fremdrentengesetz behandelt. Das heißt, da wurden quasi die Beiträge, die die DDR ihnen ja aberkannt hat, beim Wechsel in die andere Staatsform, wurden sozusagen dann eben von Seiten der Bundesregierung entsprechend anerkannt und entsprechend denen dann die Rentenansprüche auf die Rentensprüche aufgeschlagen. Das hat man 1994 angeblich, ob das wirklich so gewollt war, sei dahingestellt, jedenfalls geändert. Das Rentenüberlassungsgesetz gilt eben auch für die Flüchtlinge, die in Westdeutschland tätig waren, die ja gar keine Rentenansprüche in der DDR erwerben konnten, deren Rentenansprüche, die sie in der DDR erworben haben, aberkannt worden sind. Und die jetzt, nachdem die Rentenanträge gestellt sind, plötzlich feststellen, oh, da fehlen ja noch 20 Jahre oder 25 oder 30 Jahre. Man kann sagen, na ja, das ist eine kleine Lösung. Es sind immerhin 200.000 Personen plus Angehörige und so weiter. Reden wir über eine relativ große Personengruppe. Und man hat den Eindruck, dass auch, was die ganze Aufarbeitung angeht, der eine oder andere rein sarkastisch, ich meine das bitte nicht ganz wörtlich nehmen, aber man hofft auf eine biologische Lösung, dass man das Thema letztendlich auf diese Art und Weise erledigt. Das halte ich für einen freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat wie den unteren für eine unwürdige Diskussion. Wir haben noch drei weitere Punkte, die aus unserer Erfahrung mit der Umfrage und aus den letztendlich daraus gewonnenen Erkenntnissen anzusprechen sind. Erstens, der politisch motivierte Kindesmissbrauch ist ein Thema, was nicht hinreichend ausreichend entsprechend in den Gesetzen geregelt worden ist. Da müssen auch die Verfahrensvorschriften verbessert werden. Dann ist es notwendig, dass die Zirndorfer Akten weiter erschlossen werden, denn da gibt es immer wieder neue Erkenntnisse. Die Verurteilung dieses Stasi-Offiziers quasi für die Ermordung eines Polen im S-Bahnhof Friedrichstraße sind jetzt gerade erst möglich geworden, weil eben in Zirndorf die Akten zusammengesetzt worden sind. Und last but least, letztendlich, es ist höchste Zeit, ist dann auch von der Bürokratie her viel einfacher, wenn man die Verwaltungsvorschriften nicht auf Länder letztendlich bezogen nur macht, sondern wenn man sich auf ein einheitliches Verfahren verständigt und auf diese Art und Weise letztendlich dann
die Ansprüche, auch gerade wenn wir Zweitantragsrechte bekommen, deutlich verbessert und deutlich vereinfacht und auf diese Art und Weise eben die Verfahrensdauer deutlich verkürzt. Das ist mein Kommentar oder mein, nicht mein Kommentar, mein Entree. Jetzt sind Sie dran, Frau Morave. Ja, vielen Dank. Ich hatte Ihnen ja versprochen, dass wir hier quasi den Rechtsausschuss schon im Vorfeld simulieren. Und Sie haben ein sehr weites Rad aufgemacht, was ich vorhin vergessen habe zu sagen. Herr Weberling ist natürlich nicht nur Professor an der Viadrina dort bei den Juristen, sondern auch Rechtsanwalt. Aber ich glaube, das ist deutlich geworden durch seinen Vortrag, dass er auch die juristische Praxis durchaus hautnah kennt. Und jetzt, liebe Petra Morave, sind Sie dran. Ja, was trage ich alles jetzt hier bei in 10 Minuten? Danke für Ihre Ausführungen. Danke, dass ich hier mal kurz kommentieren kann. Natürlich ist es so, dass ich einmal die Forschungsergebnisse von den Landschaften der Verfolgung, aber auch andere Forschungsergebnisse und Studien, egal welche, sehe ich in erster Linie durch meine Brille der Praktikerin. Das heißt, ich gucke, inwieweit hat das sozusagen eine praktische Bedeutung. Und auf dieser Praxisbedeutung beruhten auch andere statistische Erhebungen. Ich denke jetzt halt natürlich daran an die Sozialstudie in Brandenburg, weil ich da selber mit beteiligt war. Aber es gibt eben auch noch andere Sozialstudien und alle haben eigentlich denselben Charakter. Und was ich sehr interessant fand oder was uns ja alle eigentlich, egal auf welcher Ebene wir jetzt da uns vorwärts bewegt haben, irgendwie für uns spricht, dass wir auch eine gute Wahrnehmung haben und uns an die Realität, an den Realitäten orientiert haben, ist, dass diese Ergebnisse, egal welches Feld man aufmacht, doch sehr deutlich in vergleichbare Richtung zeigen. Auch wenn natürlich jetzt in Ihren statistischen Erhebungen der Fokus größer ist und zum Teil auch andere Kriterien in Betracht gezogen worden sind, nichtsdestotrotz merke ich immer wieder, dass wir da sozusagen auf einer Wahrnehmungsebene stehen. Und insofern kann sich niemand wirklich geirrt haben. Und das finde ich zum Beispiel schon mal auch sehr aussagestark. Dadurch verstärken sich alle Dinge und nicht eins steht gegen das andere. Das ist, finde ich, auch ein erfreuliches Ergebnis, was ich mal so voranstellen wollte. Im Ganzen sozusagen. Und ohne die einzelnen Teilgebiete mal schon rausgegriffen zu haben. Dann will ich mich mal jetzt ganz kurz durch Ihren Beitrag hangeln und zu einigen Stichworten was sagen. Mehr Zeit habe ich eh nicht. Ich fand Ihr, ganz am Anfang haben Sie das Stichwort genannt, zwar in einem anderen Zusammenhang, aber es tauchte für mich innerlich immer wieder auf, die Ermessensspielräume. Und das ist sozusagen gerade bei der Umsetzung der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze, ist das eins der frappantesten Themen, die sich da eröffnen, weil aus meiner Sicht als Praktikerin habe ich immer wieder erlebt, dass das Gesetz eigentlich mit großer Weitsicht gestrickt worden ist. Das Gesetz würde, wenn die Verwaltung und Gerichte in der Lage wären, die Ermessensspielräume sozusagen tatsächlich, wie der Gesetzgeber schrieb in seiner Begründung, zugunsten der Betroffenen, zugunsten der Heilung oder der Befriedung von Verletzungen auszulegen, wären viele der Dinge, die wir in den letzten 35 Jahren gemacht haben, nicht nötig gewesen. Aber so ist es eben nicht. Und diese Ermessensspielräume, das ist dann von Ihnen auch, Herr Weberling, ja, immer wieder ausgeführt worden. Die sind eben im Prinzip, ja, die sind einfach nicht ausgeschöpft worden. Und der Hintergrund ist jetzt nicht nur eine böse Verwaltung, das gibt es vielleicht auch, aber das würde ich nicht so bezeichnen. Sondern der Hintergrund sind vielfältige, verschiedene Schwierigkeiten, die sich sozusagen verstärkt haben und die dann auch so eine Dissonanzräume in den Umsetzungen der Folgeansprüche hergestellt haben. Denn diese Ermessensspielräume spielen natürlich schon mal bei der Reha-Entscheidung eine Rolle. Da gibt es den ersten gravierenden Einschnitt, aber in den Folgeansprüchen sind sie dann noch mal relevanter und werden noch mal tatsächlich schlagen noch mal mehr zu Buche und führen dann noch mal zu einer noch größeren Gruppe, die sich mit der, also mit dem ganzen Rehabilitierungsvorgang nicht ausgesöhnt fühlt. Insofern ist das was, wo ich auch keine Lösung natürlich habe, weil dafür braucht man wahrscheinlich sehr viele.
Aber alle Lösungsvorschläge, die dahin gingen bisher, die Ermessensspielräume zu verbessern, wie Schulung der Mitarbeiter und ach, weiß ich was alles, alle besuchen eine Gedenkstätte, die haben sich alle als nicht erfolgversprechend erwiesen. Die Ermessensspielräume sind weiterhin eng. Und in den Rehabilitierungen, weil Sie dazu auch ausgeführt hatten, sind sie auch deshalb eng, weil eben die Rehabilitierung in Strafkammern angesiedelt ist und hier quasi Richter, die an sich ausgebildet sind, in Strafsachen zu entscheiden, plötzlich Wiedergutmachungsentscheidungen treffen sollen. Und das passt einfach auch nicht zusammen. Das muss man auch mal nochmal vielleicht feststellen. In manchen Fällen hat der Richter diese Qualifizierung erreicht. Also er hat sich eindenken können in diese neue Aufgabe, aber viele tun das eben nicht und arbeiten sich daran ab, wie sie es auch in einem anderen Strafprozess tun würden. Und in dem Moment funktioniert schon die Umsetzung der Rehabilitierungsgesetze weniger. Jetzt muss ich mal gucken, was ich mir noch alles so aufgeschrieben hatte hier. Also das war sozusagen Ermessensspielräume erweitern. Da, ich springe mal gleich auch zu dem letzten, weil mir das eins der wichtigsten Anliegen ist, auch für die Anhörung natürlich und für die, die da eingeladen sind, bin ich mir sicher, dass dieses Thema bei allen auftaucht und bei manchen ganz im Vordergrund steht. Im Teilprojekt von der Charité betreut, ist es ja sozusagen auch das Hauptthema und da geht es um die Anerkennung von verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Und das ist natürlich eines der größten Desaster, wenn ich mich richtig erinnere, da ich in diesem Prozess schon seit Anbeginn involviert bin, weiß ich, dass dieses Thema seit 1995, also ein Jahr nachdem das zweite SED-Unrechtsbereinigungsgesetz in Kraft trat, seitdem ist dieser Umsetzungsmangel sozusagen Gegenstand von Beschwerden, von Versuchen, das zu heilen im gesetzlichen beziehungsweise im untergesetzlichen Bereich und eigentlich ist es bis heute nie gelungen. Das muss man einfach feststellen, dass der Staat und wir alle, die Gesellschaft, nicht in der Lage war, das aufzulösen, diese Dilemmata, die sich hier in der Umsetzung abspielen. Und da ist sozusagen mein kleines Plädoyer mal jetzt hier in der Runde, geht dahin, dass ich eigentlich hoffe, dass sich niemand in dieser jetzigen Debatte, wo ich denke, dass es quasi mehr oder weniger das letzte Mal sein wird, dass man sich damit so intensiv nochmal auseinandersetzt, dass man vielleicht versucht, auf alle Reizworte, damit meine ich so belastete Worte wie Beweislastumkehr, eigentlich wäre es gut, alle würden die mal zur Seite legen und nur im Interesse der Betroffenen gucken. Mit welchen sozusagen gesetzlichen Formulierungen, Möglichkeiten, Verfahrensschritten, die man implementieren könnte im Gesetz, ist es möglich, diese Glaubhaftmachung, diese Beweisnot, die der Hintergrund für die Ablehnung abbildet, zu überwinden? Und da ist auch schon von Ihnen jetzt, Herr Weber, gesagt worden, ja, im Bundeswehr, also im soldatischen Recht gibt es hierfür Beispiele. Und da kann man sich jetzt verschiedene Varianten wahrscheinlich ausdenken. Den Betroffenen ist die Variante wahrscheinlich auch völlig egal. Grund genug wäre es hier sozusagen die Erleichterung, die das Soldatengesetz bei Einsatzunfallverletzungen benutzt, ja, zum Beispiel bei psychischen Schäden, dass man die in einer Form, die natürlich in das Strafreha und in das Fahrradwaldreha passt, dass man die anpasst und auch so eine Formel aufnimmt. Also das war schon seit einem Jahr ist mein Vorschlag, dass man in das Gesetz hineinschreibt, dass die Menschen, also damit meine ich die Betroffenen, die SED-Opfer, die schon aus ärztlichen Epikrisen Stellungnahmen, behandelnden Institutionen einen quasi Beweis dafür haben, dass das, was ihre Gesundheitskonstitution aussagt, in Verbindung steht mit ihrer politischen Verfolgung, dass man das grundsätzlich anerkennt und nicht anfängt als Landesversorgungsamt beim Urschleim und sagt, aha, der sagt, der hat das, aber da sind wir erstmal misstrauisch, das glauben wir erstmal nicht, das müssen wir selbst prüfen. Und dann fängt die Prüfung an und die Prüfung sieht dann so aus, dass ein Gutachter benannt wird, der gar nicht weiß, worüber er eigentlich gutachtet, aber trotzdem gutachtet, auch sein Salär kassiert und mit diesem Gutachten schlagen sich dann die Betroffenen Jahre oder auch sogar jahrzehntelang rum.
Deshalb hier wäre zum Beispiel nicht vom, ich würde eben nicht vom Beweis lassen, diese belastenden Worte würde ich weglassen und würde den Wortlaut nehmen, den der Koalitionsvertrag anbietet, Erleichterungen. Nicht? Das ist erstmal sehr niedrigschwellig und damit können viele mitgehen. Bei Erleichterungen sind viele dabei. Erleichterung wäre es, wenn man ähnlich dem soldatischen Gesetz bei Unfallschäden während eines Diensteinsatzes verführe und sagte, dass die Aussage der behandelnden Ärzte als Grundlage für die Entscheidung genommen wird und nicht eine neue sozusagen Bewertung vorgenommen wird im Sinne von einer eigenständigen Bewertung, weil dafür die Kapazität, auch das Wissen, der Hintergrund, der Wissen über Repressionserfahrung, Wissen über Traumaschäden, Wissen über chronifizierte Traumaschäden und so weiter. Dieses Wissen kann man in den Verwaltungen nicht flächendeckend in ganz Deutschland voraussetzen und auch nicht implementieren. Und dieser Aufwand wäre auch zu groß und nicht sinnvoll und nicht wirtschaftlich. Insofern wäre hier mein Plädoyer, in diese Richtung zu gehen. Und ich spreche das auch wieder als Praktikerin, weil, wie Sie vielleicht eben nicht wissen, und deshalb sage ich es, führe ich ja jetzt seit 3 Jahren in Brandenburg, aber neuerdings auch in einem kleinen Segment in Sachsen, Traumaberatung durch. Also ich berate, ich bin keine Therapeutin, ich berate Menschen, die Traumaerfahrungen machen mussten und damit bis heute hadern. Und wenn ich da auswerte, wen ich gesehen habe und welche Erzählung ich bekommen habe von den Einzelnen, könnte ich heute schon sagen, dass einmal gibt es einen ganz kleinen Prozentsatz, ich glaube, das sind von 50 Menschen 3, die Anerkennung ihrer Gesundheitsschäden erreicht haben. Aber über die Hälfte ist in therapeutischer Behandlung gewesen oder sogar in Traumakliniken. Und genau eben hier wäre das so eine Hilfestellung, so eine Entscheidung, weil die haben ja schon sozusagen eine dokumentierte Aussage darüber, dass sie einen Schaden aus ihrer politischen Verfolgung erlitten haben. Und der ist schon manchmal über 20 Jahre und länger in Behandlung. Und das könnte ja das Versorgungsamt als prüfen, ob es da ist, so eine Aussage. Und wenn sie da ist, also als grundsätzliche Maßnahme anerkennen, also als Beleg meine ich, Entschuldigung, dass hier so eine Kausalität, also mehr für als dagegen spricht, dass derjenige die Schädigung, die vorliegt, aus dem Verfolgungsgeschehen davongetragen hat. Also das würde ich da zu diesem Punkt beitragen. Könnten es jetzt auch erstmal Ich würde ein belassen an bisschen dem davor Punkt? warnen. Ja, okay. Ja, bin Oder ich wenn zu rum noch ein mit 10 Minuten? wichtiger, die 10 Minuten wären rum, wenn es jetzt noch einen wichtigen Punkt gibt, können wir natürlich Ja, noch und ich Anschluss habe noch machen. einen ganz kleinen wichtigen Punkt. Also ich habe eigentlich noch viele wichtige Punkte, aber ich habe einen noch, den ich mit beisteuern würde, weil auch Herr Weber zum Schluss noch mal auf die Zersetzungsopfer einging. Und das ist sozusagen so ein Leitthema auch von mir. Ich finde das irgendwie, wenn ich jetzt das ganze Forschungsergebnis sehe, dieses Verbundsystems, Landschaften der Verfolgung, da ist ja auch mit den Zersetzungsopfern einiges nach vorne gekommen. Aber immer noch fehlt doch Grundsatzforschung zu diesem Thema. Es ist sowas von unterbelichtet. Also da ist nochmal mein Plädoyer, dass man in Zukunft, und klar, die Mittel sind nicht da und ich weiß, dass ich da auch einfach jetzt gerade im Wind rede, aber mir fehlt eigentlich hier so ein grundsätzliches Wissen darüber, so wie man heute schon doch einen Grundbestand an Wissen zum Thema politische Haft hat, so gibt es keinen Grundbestand an Wissen zu Zersetzung durch DDR-Geheimdienste oder Gesellschaft insgesamt. Und das ist etwas, was ich sehr bedauere und was für die Betroffenen, die besonders sprachlos sind in unserer Gesellschaft, als besonders prekär empfinde. Und das ist noch ein Feld, wo ich weiß, dass es schwierig ist und auch wenig Unterstützung finden kann im Moment, aber wäre noch mein letztes Plädoyer sozusagen auch in die Zukunft gedacht für noch weitere Vertiefungen. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Weberling. Wollen Sie zu dem Punkt, warum es diese merkwürdigen Ermessensspielräume gibt und ob man die sozusagen quasi kanalisieren könnte, was die gesundheitlichen Folgeschäden angeht? Da hängen ja die beiden Punkte zusammen, die Frau Morave genannt hat. Wollen Sie darauf eingehen direkt? Ich will da gerne 2 Punkte zu sagen, Herr Boos. Frau Morava hat völlig recht im Endeffekt. Also ich gebe Ihnen ja zu, der Begriff der Beweislastumkehr ist ein typisch juristischer Begriff. Und Sie sagen ja auch völlig zu Recht, das lasst uns doch das Ganze ein bisschen praktischer angehen. Ja,
Ich habe mit der Kollegin Kowalczyk das Thema ja im Forschungsverbund bei uns sehr intensiv bearbeitet. Wir haben dazu auch eine größere Arbeit veröffentlicht und die Ergebnis dieser Arbeit ist, und deswegen ist es genau das, was Frau Morave gesagt hat, ist die Sache ist eigentlich sehr, sehr, sehr einfach. Es gibt einen Paragraphen 21 Absatz 5 Satz 1 Strafrechtsrehabilitierungsgesetz, der den Weg weist. Da steht nämlich drin, wenn die Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhangs, also zwischen der gesundheitlichen Schädigung und den Hafterfahrungen beispielsweise nicht gegeben, nur deshalb nicht gegeben ist, weil über die Ursache des festgestellten Leidens in der medizinischen Wissenschaft Ungewissheit besteht, was nicht so ganz selten ist, kann mit Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales die Gesundheitsstörung als Folge einer Schädigung anerkannt werden. Und jetzt halten Sie sich fest, diese Zustimmung kann allgemein erteilt werden, das heißt nicht für jeden Einzelfall. Das heißt, wir reden im Prinzip letztendlich und diskutieren das Thema, obwohl wir heute die Möglichkeit hätten, dass der geschätzte Herr Heil mal nicht nur sich profiliert als, ich sage jetzt gar nichts mehr, nein, aber wenn der geschätzte Herr Heil mal einfach sagen würde, die und die Gesundheitsstörungen sind entsprechend eine Schädigung und die erkenne ich für allgemein für alle Opfer an. Das ist eine einfache Erklärung eines Bundesministeriums. Warum macht man es nicht? Es kostet Geld. Gut. Punkt eins. Punkt zwei. Frau Morave, Sie haben auch recht. Das Thema Zersetzung ist unterbelichtet. Ich möchte allerdings auch darauf hinweisen, ob da jetzt weitere Forschungen so sonderlich viel helfen, denn weiß ich nicht. Wir haben ja an der Viadrina im Rahmen unseres Projekts und der Projektarbeit dazu einen Schwerpunkt gehabt. Wir haben eine Tagung gemacht. Wir hatten eine Menge Leute da gehabt, von Frau Pingel-Schliemann über Herrn Spitzer und so weiter, eine ganze Reihe von Expertinnen und Experten, die hierzu viel vorgetragen und geforscht haben und veröffentlicht haben. Wir haben dazu eine eigene Beilage für die neue Justiz, auch mit den Beiträgen von Frau Pingel-Schliemann und so weiter, veröffentlicht. Man muss es nur lesen. Und insofern denke ich, man könnte, wenn man wollte, könnte man zu dem Thema das Wissen letztendlich haben. Aber es ist ja leider das Problem, wir können Texten formulieren und publizieren. Es wird schlichtweg von den Verantwortlichen nicht zur Kenntnis genommen.